Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play-Folge auf Hof Hirschfeld. Ja, es geht natürlich weiter. Mann, es ist so viel Gras da auf dem Feld. Ich bin schon fast froh, dass ich mich entschieden habe, da keine weitere Folge Gras mehr an, also keine weitere Runde Gras mehr an, keine weitere Folge, sage ich schon. Ihr seht schon, ich versuche mit dem Radlader so ein bisschen auszugleichen, was da vorne angefallen ist, weil der Helfer von Körsberg natürlich nicht mehr so richtig gerne hier rüber fährt. Klar, jetzt mit 20.000 Litern in der Schaufel vorne sollte der hier auch noch ein bisschen stärker verdichten. Das nutze ich gerade einfach, um dann noch ein bisschen ranzumachen. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ohne die Extended Vehicle mit dem Allrad und der Differentialsperre oder eben auch nicht, würde ich hier wahrscheinlich überhaupt nicht mehr durchkommen. Ne? Also da würde man hier immer wieder hängen bleiben. Das heißt, das ist schon wirklich ein extrem schönes Tool, um mit so einem Radlader hier das einzustellen. Also hier macht es wirklich Sinn, wenn ihr irgendwo mal feststeckt, dann mit der Differentialsperre rumzuspielen und dem Allrad. Das ist wirklich Gold wert. Das funktioniert da schon sehr gut. Ja, ich habe festgestellt, es ist ja jetzt altbekannt, dass Verdichten natürlich von dem Gewicht abhängt. Und wenn ihr hier die Schaufel vorne voll habt, dann verdichtet der natürlich noch ein bisschen mehr. Und 20.000 Liter, das ist ja auch nicht ohne. Mit einem vollen Anhänger kann man halt auch gut verdichten. Hängt sogar noch von den Achsen ab, die darüber fahren. Machen wir auch gleich nicht mehr weiter, also keine Sorge, wir machen das jetzt nicht die ganze Zeit. Aber ein bisschen was muss hier ja noch eben gemacht werden. Mir brennt es also, damit ihr es einfach wisst, was als nächstes ansteht. Ne? Mir brennt es so ein bisschen unter den Fingern, jetzt das, die Zuckerrohrernte wirklich voll zu automatisieren und da ein bisschen was dran zu machen, das hinzubekommen, dass das gut funktioniert. Ich hoffe mal, das kriegen wir hin, so wie ich mir das vorstelle. Dass das jetzt mit Curse Planer noch besser funktioniert. Die erste Runde war ja wirklich erbärmlich, was so die Automatisierung angeht. Also ja, hatten wir auch noch keine Curse Planer. Wir sind die meiste Zeit halt so gefahren, haben das dann nachher mit dem Häcksler runtergefahren. Sicherlich nicht die beste Lösung. Ich würde schon gerne die entsprechenden Geräte auch nutzen, die dafür vorgesehen sind. Ja, aber es geht halt nicht immer, ne? So, ich fahre jetzt mal auf die Seite. Ich habe gesehen, der Helfer kommt. Oh, dieser Radlader ist einfach cool. Also das macht mir sehr viel Spaß, mit dem hier rüber zu fahren. Der ist natürlich eigentlich nicht vorgesehen für Hofarbeiten. Das ist ja eher so eine Baumaschine, eine große. Aber das macht einfach Laune. So arg viel kann da auf dem Feld auch gar nicht mehr liegen. Ne? Er hat hier schon so viel runtergefahren. Ihr seht, der ist auch schon schön grün geworden hier. Das ist alles wunderbar. Wunderbar. Ein Träumchen. So. Ich werde den Helfer gleich da nochmal weiterfahren lassen, auch wenn das nicht so viel bringt, aber der ein bisschen was tut er doch, habe ich auch gesehen. Ah, der mit dem Radler, das ist schon eine ganz schön wackelige Angelegenheit hier. So, jetzt werden wir die Schaufel gleich nochmal ein bisschen ausleeren. Hier auf der Seite, dass da auch noch ein bisschen Gras hinkommt. Ist auch schon ziemlich kamikaze, was wir hier fahren mit dem Radlader, ne? So. Ein bisschen hier verteilen noch. Schaufel ist leer und jetzt hängen wir auch schon wieder fest. Na ja, geht. Kommen wir wieder raus. Aber ich weiß gar nicht, das sieht hier oben aus, als wenn es wirklich das, die Maximalhöhe erreicht worden wäre, die man hier erreichen kann mit den mit dem Silo. Das heißt, wir könnten eigentlich nur noch rechts und links reinfahren. Oh,
Oh, das werden wir sehen, wenn der beim nächsten Mal darüber fährt. Ich denke, wir werden... Oh, nein, 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 nein. So eine krasse Spitze hier, das habe ich nicht gesehen. Aber das ist das Schöne, wir können mit der Schaufel ein bisschen ausgleichen, ne? So, ja. Brauche ich ein bisschen mehr runternehmen. So. Und da haben wir die Schaufel auch schon fast wieder voll. Haben sie auch schon voll. So. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr den Radlader auch schon mal ausprobiert habt. Das Ding ist einfach nur cool. Das Einzige, was für euch ist nicht so schön, weil der Knicklenker halt die Kameraeinstellung sofort immer dreht. Das heißt, es ist ziemlich unruhig, wenn ich hier mitfahre. Also wahrscheinlich mal ein bisschen langsamer fahren, damit das für euch nicht so extrem unruhig ist. Ja, aber es ist halt schwer, wenn man hier durchfährt. Da möchte man natürlich auch schnell den rumlenken an manchen Stellen. Versuch's mal ein bisschen ruhiger zu halten, ja? Ihr seht schon, selbst wenn ich die Kameraeinstellung nicht dringe, da wackelt doch ganz stark hier sich da durch. Oh, da hängen wir aber ziemlich in der Wand hier gerade. Naja, kommen wir aber wieder raus. Ihr seht, er ist eigentlich am letzten Stück von dem Feld. Das können eigentlich nur noch zwei, drei Ladungen sein, die der darauf fährt. Aber die müssen auch erstmal hier rein. So, gucken wir mal, dass wir da ein bisschen ausschütten noch. Ja, ich versuche es halt hier ein bisschen zu verteilen, dass die Seite auch ein bisschen was abbekommt. Aber so schief wie der steht, ist das gar nicht so einfach hier. Naja, wir versuchen es halt. Junge, Junge, Junge. Ja, das ist schon richtig viel Arbeit, wenn man hier, wenn man die selber reinfährt. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht die bessere Variante ist, wenn man das einfach selber vollfährt und den Helfer das ins Silo fahren lässt, dass man dann selber hier einfach nur reinfährt. Irgendwie. Aber wir haben es mal gemacht. Das ist auch wichtig. Und so viel Gras haben wir auch nicht mehr. Danach wollen wir auch kein Gras mehr machen. Aber ich habe Mais angesät, ne? Da geht das Ganze ja schon wieder von vorne los. Oder ich mache Futtermais draus. Aber ich wollte auch mal mit Curseplay Mais machen. Das heißt, das müssen wir dann machen. So, gucken wir mal, was hier noch bis hier weitergeht. Aber ich glaube, Wachstumsstufen haben wir keine weiteren bisher. Das ist noch der alte Stand. Das werden wir auch nicht beschleunigen. Dann können wir besser gucken, dass das hier mit dem Silo fertig wird. Ja, aber wir können mal jetzt da vorne hinlaufen und gucken, wie viel denn hier noch kommt. Ihr seht, über die ganze Arbeit hier ist auch schon wieder eine Grasstufe gewachsen, aber das soll uns nicht interessieren. Ah, der fährt aber tatsächlich noch bis hinten durch, also... Ah ne, da ist er jetzt am Ende. Ah, das ist gut, dann ist das doch nicht mehr so viel. Aber es sind tatsächlich, wie gesagt, ein paar Fahrten sind es noch.
Die wird er uns dann noch drauf fahren. Was ja auch schön ist. Ne? Soll er ruhig tun. So, aber was ich mir auf jeden Fall mal angucken wollte, wir werden da zum... Ach, wisst ihr was? Wir nehmen einfach den Vehicle Sorter für Hermann, ja? So, dann können wir dahin springen. Wie hießen die denn hier? Da. Ah, guck mal. Da wollte ich hin. Zum einen möchte ich hier ein Silo hinbauen, in das wir abfahren können. Ne? Von da können wir dann auch den LKW fahren lassen. Aber erstmal, wo stellen wir das denn am sinnvollsten, am cleversten hin? Stellen wir das hier hinten rauf oder hier vorne? Ja, eigentlich hier, wo der Überladewagen steht, würde das gar nicht schlecht untergehen. Ne? Hier vorne soll ja noch wieder eine Halle hin, die wir dummerweise durch irgendeine Änderung da rausgenommen haben. Gucken wir doch mal. Silos, was haben wir denn hier? Ist das Multilager? Da geht es auf jeden Fall rein. Na, da geht alles rein. Muss ja auch ein bisschen nachgucken. Es muss ja auch Zuckerrohr reingehen, ne? Ja, das würde ich gerne aufstellen von Modding Welt, aber da gehen 200.000 Liter rein. Das ist leider zu wenig, obwohl das hier ist eine Erweiterung. Was geht da rein? 100.000. Das heißt, wir könnten da, wenn das funktioniert, wenn wir es direkt dran stellen, was relativ Großes draus machen. Ach, wir sind jetzt hier. Junge, da müssen wir die ganze Karte fliegen hier. Zoom, zoom, sag ich nur. Das Silo ist schon cool. Aber was ich gucken muss, ist, wo ist denn der Triggerpunkt zum Rausholen? Ne? Da, wenn der LKW fährt, dann sollen die sich ja auch nicht gegenseitig immer stören. Das macht keinen Sinn. Aber das könnte funktionieren, wenn wir den hier hinstellen. Mal gucken. Was ist denn, wenn wir das hier so hinpacken? Passt das hier mit den Anfahrtwegen? So riesig viel Platz brauchen wir da ja eigentlich nicht. Ne? Also das soll ja schon auch... Curseplay kann ja relativ eng fahren. Fahren wir, wenn wir noch was hinten rum machen. Noch was hier. Den Überladewagen muss auch weg. Ne? Den packe ich dann natürlich noch woanders hin. Dann könnte der LKW da vorne rumfahren, das runterholen von der Straße. Ah, das will wohl überlegt sein, wenn man so ein Silo hinstellt. Mitten drauf möchte ich sie auch nicht stellen. Das ist halt echt schön, das sieht halt wirklich gut aus, dieses Silo hier. Das kann man aber nicht hoch und runter setzen. Ja. Mach ich das? Ja, mach ich. Na guck mal, sieht doch eigentlich gut aus, oder? Ja, ist schon ein schickes Silo. Also einfach der dem Bernie lassen von Modding Welt, das ist schon richtig gut. Das ist wirklich schick. Wenn wir da die Erweiterung dazu setzen. Ach guck mal, der hat hier sogar ein Multifruchtsilo, das größer ist, mit 500.000 Litern. Hätten wir auch machen können, ne? Jetzt haben wir ein kleines hingesetzt. Aber für die gibt es keine Erweiterungen. Was haben wir da noch? Futtermischer. Oh, auch cool. Ja, aber müssen wir das Silo hier einfach mal ein bisschen erweitern. Dann wird das schon auch funktionieren, ne? Dass wir da ein paar
mehr Liter reinbekommen. Gucken wir mal, dass wir das richtig ausrichten. So, da werden wir richtig ein großes Silo von machen. Ne? Wenn wir einige hinten stellen, dann passt das auch eine große Fläche da zusammen. Ich hoffe mal, dass das alles darauf gezählt wird auch. Dann haben wir es noch hier dahinter. So, machen wir richtig ein großes Flächensilo von da. Ach, Place Anywhere ist dein Freund, ne? Ohne das wird das hier alles nicht funktionieren. Ja, der Wagen muss natürlich da weg. Hab das schon gesehen. Oh, ich bin mal gespannt, wie viel man da wirklich... Also Zuckerrohr müssen wir halt dann wirklich große Siloanlagen haben, damit das da reingeht. Aber der Wagen muss einfach weg, ne? Habt ihr gesehen. Das ist aber auch okay. Was denn, wenn wir hier auf dem Boden sind? Sieht das doch hier schon gut aus. Da müssen wir dann noch welche dazustellen. Hier ein bisschen den Weg ebnen. Das können wir jetzt eigentlich auch noch mal eben machen. So. Ja, ebnen brauchen wir hier nicht. Aber da vorne ist das natürlich unterebnen. Das muss ein bisschen flächiger werden. Da so, gucken wir mal noch alles direkt hier. Noch so Modifikationen hochsetzen, ne? Damit ihr das auch schön direkt einbindet. So, da kommen wir irgendwann mit der Wiesenwalze dann noch und machen wir das nochmal wieder ein bisschen schön, dass da wieder ein bisschen Wiese dazwischen ist, ne? Oh, da wird es doch schon schön angepasst von der Höhe her. Sollte man dann auch mit den Geräten entsprechend rüberfahren können. Ja. Muss ich mal gucken, was geht denn da rein? Wir hatten hier 200.000 Liter, ne? Bei dem... Da gehen 200.000 rein und hier 100.000 jede Erweiterung. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier reinkriegen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da haben wir 1,1 Millionen, die wir jetzt da reinkriegen würden. Dann machen wir noch ein bisschen, dann kriegen wir vielleicht 2 Millionen Liter da rein. Ja, ich weiß, das ist hier nicht schön und eine große Anlage. Aber da kommen halt auch Mengen runter. Wir haben hier eine riesige Plantage. Und das ist realistischer als alles andere. Ich weiß gar nicht, ob wir die... Klar, könnten wir auch hier oben reinfahren, aber da geht gar nicht, auch gar nicht so viel rein. Also da wundert man sich doch. Traktor habe ich hier unten auch nicht mehr. Den holen wir uns jetzt aber. Gut, dass wir den Vehicle-Switcher haben, den Vehicle-Sort. Ich habe einfach noch nicht richtig aufgeräumt, sonst könnte ich die wahrscheinlich sogar schon durchtappen. Was brauchen wir denn hier so ein... Ne, so einen nehmen wir hier, ne? Genau, den wollen wir haben. Da vorne sehe ich, dass der Ladewagen gerade wieder reingefahren. Müssen wir uns nochmal eben angucken. Das seht ihr auch das, was ich sehe? Ach, du meine Güte. Ja, ich weiß warum. Der hat das hier oben nicht mehr aufgekriegt, der fährt darüber und kann das nicht mehr abladen. Oh Mann. Weiß gar nicht, wenn wir das hier aufladen. Das ist jetzt natürlich Gras, was hier liegt. Das ist kein Häckselgut. Ob wir das hier abladen können, weiß ich gar nicht. Wenn ich das jetzt hier auflade, wahrscheinlich nicht. Es wird nur so eine, in einer bestimmten Variante zu Häckselgut, ne? Das ist jetzt Gras.
Ah doch, kann man hier auch einstellen. Selbst mit dem Radlader geht das. Das ist nicht verkehrt. Aber festgefahren. Na, bravo. Okay, das haben wir schon mal hingekriegt. Das war nicht verkehrt, das haben wir hingekriegt. Aber was machen wir denn, wenn der jetzt gleich da abfährt, ne? Ich hatte ja schon gesagt, ich glaube, der hat die Maximalhöhe erreicht. Ist ja schön, dass das Silo jetzt so voll ist. Aber wir haben noch zwei, drei Bahnen. Und wir haben zwischendurch ja Sachen im Links abgefahren, ne? Im Silo. Oh, hier, das geht mir auch auf den Nerv, dass das so uneben ist. Das muss ich sicherlich nochmal anpassen, ne? Die Ecke hier, damit wir mit dem Radlader auch arbeiten können. Die kriegen wir jetzt nicht so richtig sauber gerade. Aber ja, das kriegen wir schön sauber. Wenn wir die Radlader jetzt umdrehen, dann müsste das ja auch passen, ne? Dann drehen wir den mal um. Machen wir das so. Habt ihr schon wieder gemerkt? Ich habe mich einfach wieder ablenken lassen. Ich wollte den Überladewagen unten bei der Hoferweiterung wegfahren. Und was mache ich hier? Schon wieder hier am Silo dran. Herr Jemini, ich bräuchte ja eigentlich jemanden, der mir sagt, Mario. Mario. Nicht vergessen, weitermachen. So, kann man hier mal ein bisschen aufbauen, gerade ziehen. Der hat halt, also diese Radladeschaufel hat schon echt einen schönen Einzug. So, gucken wir mal, dass wir das da vorne ausschütten noch. Jetzt mal hochkommen hier, ne? So. So, fahr hoch. So, haben wir das schon mal raus. Aber wie gesagt, wenn der Ladewagen gleich kommt, dann haben wir natürlich trotzdem noch ein Problem. Das ändert sich ja nicht. Ja, das muss auf jeden Fall mal einebnen hier. Also das geht so natürlich nicht weiter. Das ist, so krieg ich das halt überhaupt nicht sauber, ne? Da kann ich nicht viel machen. Das ist dann halt jetzt so. Das stellen wir erstmal hier hin. Ja. Was machen wir denn jetzt mit dem Helfer da auf dem Feld? Wie weit ist denn der? Oh, ein paar Bahnen gehen da aber noch rauf. Also ich denke mal, da sind noch drei Ladungen müsste der noch haben. Ja, werde ich auf jeden Fall gleich ein bisschen beobachten müssen. Aber da habt ihr nicht so viel mit zu tun. Ich wollte ja nach unten fahren und den Überladewagen da wegpacken. Dann machen wir da noch drei Silos hin. So können wir ein bisschen vorbereiten. Und dann lassen wir den Traktor auch da unten stehen. Den werden wir sicherlich brauchen fürs Abfahren. Ich hoffe einfach, dass wir mindestens mit zwei Abfahrern arbeiten können. Und natürlich auch zwei Erntemaschinen. Es kann tatsächlich sein, dass wir wieder die originalen Erntemaschinen holen müssen. Wir haben jetzt ja die Mods, die Prototypen. Ich versuche es aber erstmal damit und guck mal, wie sich das verhält und hoffe, dass die mit Curseplay auch arbeiten können.
Ja, und dann nehme ich, werde ich da ein paar Wagen ranhängen, die das dann direkt abfahren können. Schön hier ins Silo rein, und dann können wir die LKWs direkt fahren lassen. Ich hoffe, dass ich den Kurs dann so einfahren kann, dass die sich nicht gegenseitig, dann müssen wir hier rüberfahren. Dann kann der hier ausladen, hoffe ich. Das ist schon auch ein sehr kleines. Ja, aber das müsste aber passen. Kann der hier rüberfahren. Und dann werden wir wahrscheinlich mit den Traktoren den Kurs hier rum, hinten rumfahren müssen, damit wir mit den LKWs auf der anderen Seite langfahren können. Ne? Das muss ich ja ein bisschen ausgleichen, dass da ein bisschen Platz ist. Oh, 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 oh. Ja, dieses Ding ist. Das Ding ist riesig. Jetzt habe ich es natürlich auch noch festgefahren. Oh Mann. Da werden wir ein bisschen näher hier an den See ranfahren müssen. Ja, ihr habt natürlich recht. Das müsste eigentlich verkauft werden. Das ist ja. Ja. Das hat mit Realismus überhaupt nichts zu tun, ne? So ein Ding gibt's nicht, oder? Na, ich kann mir nicht vorstellen, das ist wahrscheinlich wirklich irgendwie ein Wunschmod oder ein Traummod, den sich jemand mal gewünscht hat. Und nichtsdestotrotz, ich werde es mal auf eine andere Seite irgendwo stellen, an die Straße. Kommt es uns nicht in den Weg. Aber ich werde es noch nicht verkaufen. Wir werden das erstmal testen, ob das unser Plan hier überhaupt so funktioniert. So, und hier kann ich das auf jeden Fall hinstellen. Da sollte es keinen stören. Ja, hier die Saatgut und Dünger brauchen wir jetzt tatsächlich nicht, ne, weil die Sämaschinen, solange hier Zuckerrohr weiter angebaut wird, brauchen wir die Sämaschinen für Zuckerrohr gar nicht mehr. Habt ihr ja mitbekommen, ne, dass das Zuckerrohr sich selber wieder anpflanzt. Also wenn man mit den Erntern rüberfährt, dann lassen die eine Textur aufbauen, also die werfen ja das Zuckerrohrabfälle wieder zurück und daraus wächst dann wieder neues Zuckerrohr. Das in der Realität so ist. Könnt ihr mir mal reinschreiben in die Kommentare, vielleicht hat da jemand von euch Ahnung. Ich habe sie nicht, also ich habe keine Ahnung, ob das dann wirklich gehen würde. Oh, das Silo, was ist denn gewesen? Da. Drehen wir es nochmal wieder richtig. Und dann setzen wir hier die ganze Reihe nochmal voll, ne? Siloplatz können wir nicht genug haben. Mal so ein bisschen drehen hier. Kann man nicht von hier setzen. So. Ja, ist immer ein bisschen tricky. Ihr habt das auch gesehen, da vorne auf der einen Seite. Habe ich auch nicht genau hingekriegt. Dafür ist dann mit dieser Platzierei wirklich zu ungenau, ne? Um sagen zu können, man kriegt immer die genaue Flucht hin und kann die genau ansetzen. Versuch's schon immer sehr genau zu halten, aber es geht halt nicht immer. Ich hoffe mal, die zählen alle für das Silo da vorne auch noch, dass das wirklich eine Erweiterung ist. Dass da wirklich so viele Liter reingehen, nicht, dass es nachher voll ist. So. Ja, und wisst ihr was? Wenn das nicht mal ein schöner Screenshot für die für das Video ist. Auf jeden Fall mal ein Screenshot hier davon, ne? So. Das ist doch schon cool. So, und zum Abschluss der Folge gucken wir natürlich noch einmal nach hinten. Was da los ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Däumchen da, lasst mir ein Abo da. Das hilft mir, den Kanal weiter aufzubauen.
und viele weitere Videos zu machen. Da freue ich mich drauf. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, seht ihr schon hier, Alter. Mein Gott. Ja, ich muss hier was tun, ihr seht das. Ja, es hilft mir einfach, den Kanal weiter aufzubauen. Und dann bleibt mir nichts anderes, als euch einen schönen Tag, alles Gute und Bye-Bye zu wünschen.